Mallorca macht dicht. Das heißt also, solche Bilder werden wir möglicherweise in diesem Sommer nicht mehr sehen. Jetzt hier und denke, dass mein Glück gar nicht größer werden kann. Danke, dass es euch gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder irgendwann. 1, 2, 3! Ja, das waren Bilder aus dem Megapark. So kennen wir den Megapark an der Playa de Palma. Wirklich 10.000 Leute feiern, es wird Alkohol getrunken und wir hören, das soll es in diesem Jahr gar nicht mehr geben, denn die Baleareninsel ist natürlich wegen Corona alarmiert und es gibt da verschiedene Pläne. Der eine besagt, wir starten erstmal mit Inlandstouristen, also mit Spanier vom Festland, die werden nach Mallorca gelockt mit günstigen Flügen und vielleicht startet man dann im August sanft mit Auslandstouristen, also mit uns Deutschen. Das sind alles natürlich noch Pläne, aber das lässt Schlimmes erahnen. Also tatsächlich, die Insel leidet und wir, wenn wir Urlaub gebucht haben, wir leiden natürlich auch. Und wir haben sie eben schon im Video gesehen, immer noch vor Ort und sie hofft natürlich auf Auftritte. Die Ballermann-Star Isi Glück ist da. Hallo. Hallo. Ja, wie wird es denn dann in dieser Saison? Wir hören wirklich keine Massenpartys. Ist dein Gewerbe quasi damit tot? Was ist los da? Ja, ich habe ehrlich gesagt bis zur letzten Sekunde gehofft und ich war immer super optimistisch und habe gesagt, ja, wir werden noch irgendwie die ein oder andere Party feiern dieses Jahr im Megapark. Aber jetzt so langsam muss man der Realität ins Auge blicken. Also ich bin sehr, sehr traurig, dass ich persönlich rechne jetzt nicht mehr damit, dass wir noch eine Saison auf Mallorca haben werden 2020. Wer weiß, vielleicht im September vielleicht tatsächlich nochmal den ein oder anderen Auftritt. Aber das macht mich sehr traurig, ja. Das verstehe ich. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen, Mallorca ohne Party. Andererseits, wenn man dorthin reisen kann, vielleicht ab August, dann feiert man irgendwie mit Sicherheitsabstand, kann ich mir schwer vorstellen, Isi. Kannst du dir das vorstellen? Nee, das habe ich auch schon überlegt. Also eine Party mit Masken und Sicherheitsabstand und Desinfizieren. Ich meine, die Party im Megapark ist dadurch ausgezeichnet, dass man eben persönlichen Kontakt hat, dass man dicht an dicht mit den Leuten zusammen feiern kann. Ich kann es mir schwer vorstellen, wie das dann aussehen soll. Und von daher, ja, ich bin gespannt und drücke uns trotzdem weiter die Daumen, dass wir trotzdem vielleicht wenigstens noch ein paar Wochen in diesem Jahr feiern können. Irgendwie. Und wenn es weniger Leute sind. Und sonst ein Wohnzimmerkonzert, genau, das geht vielleicht immer noch. Trittst du sonst dann in Deutschland aus oder wie hältst du dich dann da über Wasser? Also normalerweise sieht mein Sommer so aus, dass ich in der Regel ja so 2-3 Mal die Woche im Megapark auftrete und dann freitags rüberfliege nach Deutschland und dann habe ich da irgendwie 4-5 Auftritte pro Wochenende in Clubs oder auf Festivals. Die Großveranstaltungen sind ja jetzt auch schon bis zum 31.08. auf jeden Fall abgesagt. Das bedeutet, die ganzen großen Sommer-Open-Air-Partys fallen sowieso schon mal flach leider für dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich die ein oder andere Party, auch wenn es kleinere Veranstaltungen sind, vielleicht in Diskotheken oder so, schon vielleicht ab Juni, Juli feiern kann in Deutschland. Und ja, dann halte ich mich über Wasser mit den Auftritten in Deutschland. Aber mein Herzstück fehlt natürlich. Dann wünsche ich, dass es nicht ganz so schlimm wird und dass es dann doch die ein oder andere Party mit Isi Glück gibt. Vielen Dank.